Ja, willkommen und hallo, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Ne? Wer vage, mutig genug war und die letzten zwei Folgen schon gesehen hat, der weiß, was auf ihn zukommt. Alle anderen, die wirklich neu dazukommen, was wir gar nicht glauben, die werden jetzt böse überrascht werden. Aber was soll's, ne? Da müsst ihr jetzt mal so die nächsten 30 Sekunden, bevor ihr wegklickt, durch. Ja, wir stehen im wunderschönen Rotterdam, ne? Micha hat's bis jetzt immer noch ohne Unfall hierher geschafft. Das liegt natürlich an meiner wunderschönen Warnlackierung, ne? Ich helfe, wo ich kann. Ne, Micha, sag mal. Ja, ne? Hilf. Ja, hilf. So, und dann haben, ich betone das. Hat mir gefallen, aber gut. Ja, ich betone jetzt nochmal, jetzt haben wir beschlossen, wir fahren nach Calais. Ja, mein Einwand habe ich nicht, weil ich habe das Calais-DLC nicht, hat irgendwie nicht funktioniert. Nein. Da steht ein Auflieger! Oh mein Gott, Katastrophe, Unfall! Rettungsgasse! Ich nicht geglaubt. Deswegen suchen wir uns jetzt mal schnell einen Auftrag, natürlich wieder einen extern, damit wir den synchron quasi haben. Suchen wir uns mal was nach YouTube-Rekord nach Calais. Ich hätte Kaminsysteme Rotterdam nach Calais. Das kommt überraschend. Ja, ne? Als ob ich das schon vorher gewusst hätte. Ich guck mal, ob ich das nicht vielleicht auch... Ja, Mensch! So ein Zufall aber auch, ne? So ein Zufall. Unglaublich. Wer jetzt nicht weiß, was das mit diesem Calais auf sich hat, dem sei gesagt, den älteren Spielern, Calais ist der neue Europort. Ja, ab da kann es eigentlich nur noch schlimm werden, ne? Das ist nun mal so. Und es geht noch schlimmer, glaubt uns. Ja, es geht alles noch viel schlimmer. So, wollen wir uns mal den auf... Zaun. Sound? Zaun. Zaun. Mauer, Zaun, ich Gatter. Professionell, wie ich nun mal als YouTuber bin, habe ich gleich gedacht, Sound? Okay, wir checken die Soundeinstellungen. Ja, ja, yes, yes. Ja, nee. Hier ist ein Stoppschild, ne? Habe ich ja nicht Fernlichter? Nö. Weiß ich nicht. Da kommt einer von rechts, ich traue dem ja nun mal gar nicht. Naja, er hätte ja so oder so Vorfahrt. Ja, ich muss ja stoppen, aber er hält an. Ist ja unfassbar. Ich fahre jetzt. Lässt er mich auch noch? Weiß ich nicht. Scheinbar. Der weiß ja, dass wir... Ich muss sagen, deine Freundlichkeit... Ja. Nee, wir wollen das nicht gleich am Anfang des Videos so. Hast du gesehen? Da fuhr einer mit einem Renault. Ich glaube, sein Chef mag ihn nicht. Gewisser Stolz, aber. Ja, gehört schon dazu, ne? Ja. So. Rote Ampel. Ich blink schon. Ich bin so ein bisschen freudig erregt, dass. Das will keiner wissen. Dass wir nach Calais fahren. Das war doch nur der Schlüsselbund. Ja, was da geklötert hat. Ja, genau. Boah! Ja. Boah, was jetzt? Der hinter uns leckt diskret, so synchronisiert. Der hinter dir hat diskret geleckt. Der fliegt, der portet der alles. Ja, ja. Der hat professionell von hinten. Hey. Kollege, warte mit dem Einparken, ich zieh mal eben meinen Auflieger hier rauf. Highly professional. Du, da liegt einer auf der Seite. Ja, das wird so gemütlich ist. Ja, weiß ich nicht, ob das gemütlich ist. Allerdings. Das muss so sein. Liegt er da jetzt noch? Ja, der liegt da immer noch. Fährst du vor oder was? Weißt du was? Da steht Recording mit C. Um Gottes Willen, also wie können die Leute da alle so? Ich finde, du fährst diesmal vor. Ich muss natürlich wieder unprofessionellerweise nochmal wieder meinen. Jetzt mal ganz im Ernst, wie lächerlich ist das, wenn du irgendwie aufnimmst und liegst auf der Seite? Vor allen Dingen, wenn du dann noch von anderen dabei gefilmt hast. Ja. Nee, fahr du mal vor. Aber dann kann ich doch gar nicht sehen, wie sie dich gleich. Nee, warte mal eben. Ich will noch mal eben. Ja, vielleicht fahre ich doch vor. Das hängt jetzt wovon ab? Dass ich auf der Weltkarte die richtige Strecke eingeklickt habe. Ich erinnere da immer nichts. Ich traue dem Navigationssystem so. Ja, nee, wir. Also, du musst dann gleich hinter mir herfahren. Auch das noch. Ja. Wir stehen hier ein bisschen undoof. Also undoof. Und praktisch. Ja, die fahren. Doof.
Ruf. Ich glaube, ich stehe hier mitten in einem rumänischen Auflieger. Das glaube ich auch. Einem rumänischen. So, geht los, ne? Ja, würde ich sagen. Ich denke auch. Ich habe mich eben nicht lumpen lassen im Navigationsgerät. Die Landstraße des Todes. Warte doch, bis ich weg bin, bitte, Baddel. Bös Baddel. Ja, du hup nicht noch, du Affenkopf. Hast du jetzt, wir müssen aber dann gleich nochmal ganz kurz anhalten, weil wenn du jetzt das Navigationssystem stark verändert hast, ist es natürlich doof, wenn du mir Nein, du brauchst Stecker ja nur hinter mir herfahren. Ja, aber es kann ja immer mal was dazwischen kommen. Ach was. Paris, Peine, Paderborn. Paris, Peine, Paderborn, genau. Kann nichts passieren. Außer vielleicht auf der Landstraße. Das war nie im Leben rot. Gibt's ja schließlich auch eine Toleranz. Wieso bleibt er hier? Ja, bei grün musste stehen. Kennst du das nicht? Nee. Ach so, ja, Tatsache. Bei rot musst du gehen. Ah. Ja, da steckt wir natürlich uns das Stehen. PKW entgegen. Oh, guck mal. Der hat eine andere Streckenführung als wir. Hervorragend. So, Grün, komm, gib Gas. Ja, Entschuldigung. War so fasziniert. Wir müssen gleich links. Ja, ne? Ja, ich blinke ja schon. Das höre ich. Das bin ich nicht, das bin ich tatsächlich nicht. Meine Hupe klingt ein bisschen männlicher. Ja. Gott, der steht hier schon wieder. So. Und wir sind noch nicht mal in Calais. Jetzt schnell rüber über die Kreuzung hier. Oh nee, der fährt mir links zu schnell. Oh Gott, der bleibt hier schon wieder stehen, ey. Der hupt dich selber. Das Spiel macht überhaupt nicht aggressiv. Nein, verdammte Scheiße! Ja, jetzt hält er zumindest mal auf den Standstreifen, Mann. Ja, jetzt. Er hält ja nicht, er fährt ja. Weil er keine grüne Ampel gefunden hat. Achso, das könnte natürlich sein. Hier steht ein PKW. Ja, wer wohl wo fährt, führt, ne? Ja. Er ist halt ein rein Globetrotter. Ein richtiger Globetrotter. Sozusagen Globetrottel. Wo steht der PKW jetzt hier? Ich werde es nicht verstehen. Der wartet auf dich. Wow! Pass auf, da fährt ein verrückter Scania Solo. Ein verrückter Scania Solo? Der ist jetzt auf deiner Höhe. Ja, ich sehe ihn. Oh Gott, gar nichts passiert. Ja, das ist natürlich unseren fahrerischen Fähigkeiten zu verdanken. Natürlich. Hätte durchaus Schlimmeres passieren können. Hätte. Wäre das jetzt ein ungeübter Fahrer gewesen? Oh mein Gott. Oh. Ja, morgen in den Tagesthemen wäre das. Aber mindestens. Und wie war eure erste Tour im Multiplayer Euro Truck Simulator 2? Ach, kannst du heute Abend in den Nachrichten sehen. Ja. Hm. Aber wir haben uns nicht aufgeregt. Nein. Zu schade, dass das erste Video bei mir fehlt. Das war das professionellste Euro Truck Simulator 2 Multiplayer Video, was es je gegeben hat. Das stimmt. Also. Und auch so nie wieder geben wird. Nein, nie. Das war das ist einzig dieses absolute Video, was jeder YouTuber nur einmal in seinem Leben. Und wo jeder YouTuber auch weiß, da funktioniert das Aufnahmeprogramm nicht. Das weiß man vorher schon. Ja. Ja. So, komm, ich hab's immer während des Videos, hatte ich ja schon gesagt, das ist wahrscheinlich. Du meinst während des Hörspiels, was du aufgenommen hast? Ja, gut. Zu dem Zeitpunkt hatte ich ja noch eine 10%ige Hoffnung, dass es vielleicht doch ein Video ist. Ach so. Ah. Oh Gott. Ja, lecky, bitte. Lecky, $10 hier schon wieder. Ah. Steht er für den Wohnwagen, oder? Nee, der LKW vor mir blieb mal stehen. Ach, haben die aus, die mehr im Wohnwagen, jetzt ist das im LKW. Wir haben modernisiert. Ja, das ist halt ein größeres Bordell. Etablissement, bitte. Oh, der feine Herr wieder. In unsere Lokalität.
sitzt da in seiner Feinripp-Unterwäsche vorm PC und macht ja auf, ne? Graf Koks. Ohne. Ich nehme immer nackt auf. Ja. Und ich wünsche euch wiederum viel Spaß mit dieser Vorstellung. Schade, dass ich jetzt... Ich werde irgendeinem Video mal eine Facecam... Normal bin ich kein Freund von YouTube-Videos mit Facecam. Aber wenn ich sowieso mit OBS aufnehme, kann ich ja auch mal irgendwann die Facecam einblenden. Und ich nackt zeigen. Das ist dann gleich das Programm für abends, für nachts, weißt du, für die anderen News-Ender da. Dieses Video können Sie leider erst ab 23 Uhr anklicken. Auf www. You. Hauptsache You steht vorne. Was? Ja. Weiß ich nicht. What? $10? Where? Da ist er ruhig, hä? Ja, da sagt er nichts. Jetzt sucht er die $10. Ich muss ja auch sagen, wenn wir runter müssen, weil mein Navigationssystem... Da! Ah! Wir fahren jetzt hier runter. Ja. Du wirst niemals erraten, wo wir hier jetzt sind. Im Land der fallenden LKWs. Oh. Sahin-Transport. Hab ich gar nicht so mitgekriegt. Doch, ich hatte es voll drauf. Ja, also wenn ihr sehen wollt, wie Sahin-Transport Hüseyin sich auf die Seite gelegt hat, müsst ihr bei Blue Eyes auf den Kanal vorbeischauen. Ich werde natürlich den Kanal verlinken. Wer steht denn vorne jetzt wieder? Steht nur ein Auflieger, glaube ich, ne? Ah, ne, doch nicht. Steht Mensch, quer, du, links. Auf der Seite liegen bringt dich nicht weiter. So, es geht weiter. Er hat auch eingesehen, dass Werkstatt kontaktieren muss. Was macht zum Tamat hier? Ich habe keine Ahnung. Glutamat? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich fahre jetzt einfach mal irgendwie. Bist du noch hinter mir? Nee. Nicht. Also irgendwie ja, aber auch nee. Ist noch was zwischen uns jetzt? Hat sich da einer dazwischen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht soll ich Warmblinkanlage am Haus machen. Also I'm on the road again, my friend. Very lucky. Und from hinten kommt was Fastes. Fast and Furious. Ich habe ja jetzt nichts Schnelles hinter mir irgendwie. Nee, aber hier kommen ganz viele hinter mir. Ich lasse es halt nicht vorbei. Ach so. Warte mal, ich mach mal den Tempomat ob mir ist auch bei etwas über 60 an. Jetzt setzt er zum Überholen an. Scania, natürlich. Scania, natürlich. Die Rabauken wieder. Gelb. Ne? Die was? Ja. Signalfarbe. Pass auf, jetzt der könnte hat noch aber auch sein, dass es, jetzt kommt noch ein schnellerer Scania. Solo-Maschine. Auch in Gelb? Nee. Nein. Mit dem Gelb ist nicht verifiziert, das kann durchaus auch ein Lackierungspack sein, welches ich nicht habe. Besitze, ja. Das ich macht hab, nichts. Ein paar habe ich ja, aber ich habe lange nicht alle, weil rumänische Bemalungen interessiert mich nicht so. Nee, was willst du mit dem polnischen Weihnachtsmann machen? Ja, eben. Also ich habe mich mal auf 63 einge... Ja, da bin ich auch, du. Bei 63 bin ich auch. Oh, dankeschön, du Arschloch. Eieiei. Thanks, you. Achtung, Wohnwagen kommt. Professionelle unterwegs. Sag's Bescheid, wenn ihr anhalten müsst. Ja, ich muss hier erstmal wieder... Der hat mich hier voll, weil er überholen musste. Arschloch. Anton Russ, das ist wieder richtig. Anton Russ? Oh, hier kommt der Bahnübergang. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, wie weit ich weg bin. Kommt schon wieder was angeschossen. Leute, fahrt doch... egal. Der Bahnübergang leuchtete schon rot. Ich glaube, da gehen die Schranken gleich runter. Es war eine blendende Idee, hier lang zu fahren. Ich weiß. Ich halt mal eben an. Alles gut. Ich bin wieder quasi on the road. Ich habe den Wagen fast den LKW, den LKW fast in den Graben gesetzt, so rum. Ne, mach doch sowas nicht. Bin jetzt beim Bahnübergang, wo gerade ein Zug kommt. Ja, deswegen halte ich ihn lieber mal an. Very professional halte ich hier einfach an. Schade. Ne, ja gut, 5% am... Aber fragt es was? Das erklärst du aber dem Chef.
Hallo, du kannst fahren. Aufer wird die Schranke nicht gehen. Oh, Polizei. Aufer? Ja. Was, wir haben hier Polizei? Dürfen die mit diesen Polizei-PKWs dürfen die doch gar nicht fahren, habe ich irgendwo gelesen, oder? Das sind aber die Admins dann nur. Du kannst fahren, ich bin... Oh, ich muss die Feststellbremse lösen und das Schild umfahren. Hat keiner gesehen, das Schild steht noch. Das steht wirklich noch. Hallo, steht, ist da die Polizei? Fahrerflucht. Ich hab's nur ein bisschen schräger gestellt. Windschnittig habe ich's gemacht, das ist... Es kommt schon wieder irgendwas von denen. Die haben das alle eilig. Ja. Guck mal, ich glaube, die gehören hier zusammen, du. Die haben die gleiche Lackierung. Wie kommst du darauf? Weiß ich auch nicht. Very lovely hier zu fahren. Oh yes, yes. Yes. Jetzt einen Wohnwagen haben. Jetzt. Ich könnte glatt, hier kann, also. Hier kannst Geld machen. Du. Ich glaub. Oh. Oh! Ui. Alter, meine Fresse, ey! Eieieiei. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Blue Eyes hat's gerade zerrissen. Tatsache. Na, habt ihr euch beide... Wenn ihr es nicht könnt, dann lasst es doch! Spielt doch... Was weiß ich! Okay, wir können. Auf diesen Moment mussten wir leider lange warten, liebe Zuschauer, aber er war dann da. Das an ihm angeschlossene Blutdruckmessgerät hat eben einen vollen Ausschlag gehabt. Das Display ist leider zersprungen. Ja. Und trotzdem noch kein Schaden am LKW. Am Fracht. Sehr gut. Ich möchte euch natürlich auch beruhigen. Wir nehmen das Ganze natürlich hier unter ärztlicher Aufsicht auf. Kann also nichts passieren. Wie gesundheitlich kann mich ja nichts passieren. Der Arzt kontrolliert seine Vitalwerte alle 2 Stunden. Gut, so lange sind wir hier auf dieser Strecke jetzt nicht unterwegs. Ja, wer weiß. Aber vielleicht lag es jetzt auch an meiner Lackierung, weil der kam mir ja auch schon entgegen und hat dann natürlich reflexartig, um mir auszuweichen, der Steuer verrissen. Das wird's gewesen sein. Ja. Und war dann so geblendet und hat dich natürlich getroffen. Es war ein scheiß Moment, dass du gar nicht weißt, wohin du jetzt ausweichen sollst, ne? Da sitzt schon wieder einer zum Überholen. Warum? Also ich kann mich noch so an frühere Zeiten erinnern, da habe ich mal rausgefunden, wenn dir einer entgegen, einfach geradeaus weiter. Ja. Gar nicht erst ausweichen. Einfach weiterfahren. Weil ich will mich ja gar nicht überheben, ich bin auch lange kein perfekter Fahrer und auch mir ist das schon mal passiert, dass ich in England irgendwie in meinem Tran auf der, für mein Empfinden, richtigen Straßenseite weitergefahren bin und mich darüber aufgeregt habe, dass mir da Autos auf meiner Bahn entgegenkommen, aber... Das ist ja auch normal, die fahren ja auch auf der falschen Seite. Ja. Der lässt sich aber viel Zeit beim Überholen, wa? Ja, der nicht. Aber der hat sogar noch Zeit hier zu blinken. Jo, da schiebt einer den anderen wieder weg. Ganz super. Läuft bei dir, ne? Oh, jetzt kommen welche von vorne. Jetzt wird das Überholen nicht leichter. Ei. Oh, I love the multiplayer. Yes, yes, yes. Da, 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 da. Aber die dass wir irgendwann mal diese Strecke fahren müssen. Ja, aber es hätte doch jetzt und um diese Zeit sein müssen. Ist doch gar nichts los hier. Ja, das ist aber richtig. Wenn hier richtig jemand los wäre, würden wir wahrscheinlich auch schon seit einer Stunde auf dem gleichen Fleck stehen. Das ist korrekt. Na, immerhin, wir bewegen uns. Ja. Gar nicht so langsam. Lustig wird's doch gleich, wenn wir in den Bereich kommen, wo du auf der Landstraße 80 fahren darfst und wir einfach mit 60 weiterfahren. Mit 40! Spaß! Ne? Ja, tut uns leid, wir müssen langsamer fahren, damit die Folge auch lang genug ist. Ja, genau. YouTube-Rekord. Lies es. YouTube-Rekord.
Aber nicht mit K. Verrückter PKW von ja, der auch mehr mittig fährt als alles andere, aber... Ja. Ich hupe aus Protest nicht zurück. Ja, ich bin auch unfreundlich. Will mit denen auch nichts zu tun haben. Nee. Nee. Ja. Ach, kommt der gelbe Scan jetzt schon zurück? Ja, der hat schon geschafft. Der hat schon abgeliefert. Guck mal, du, der steht da oben. Iveco. Als ob ein Iveco da den Grünstreifen hochkommen würde. Ja, der hat sich doch teleportiert. Hallo, hallo, ich fahr hier. Ich fahr hier. Was machst du? Ja, ich bin auf der Straße nochmal gefahren, als der dann von der Tankstelle runtergeschossen ist. Aha. Also jetzt nicht direkt geschossen, aber gefahren. Oh, hinten gefahren. Spiegelpflicht der LKW. Der ist ja hochgeflogen. Flieg nicht so hoch, mein kleiner mein Freund. Kleiner. Leider nur im Spiegel gesehen. Spiegel ist doch schon schön. Ist doch auch nett, wenn es die anderen trifft, ne? Ja, ja. Guck mal, der ja. Überholt jetzt und von alles vorne klar, kommt jetzt einer. Bin ich mal gespannt. Ja. Noch links, ja genau. Ja. Und jetzt rüberziehen, genau. Alter. Ich glaube, der hatte das Logo von KFC drinne. Verrücktes Hühnchen. Ja. Chicken Dinner. Alter, hast du heute Morgen Clown gefrühstückt? Nee, das müssen die Scherzkekse gewesen sein. Ja. Ich finde, die verhalten sich alle sehr gut. Was? Die Limsen, ne? Was? Ich spreche kein Chinesisch. Ich glaube, das war Türkisch. Wenn wir jetzt eine politische Diskussion loslassen wollen, sagen wir einfach Erdo. Ja, wollen wir aber ja nicht. Alter Falter. Ui. Sembra Gützel, das ist... Pass auf, fährt rechts an dir vorbei. Ei. Salam Jalem. Ja. Yes, we can. Yes, we can. Oder so ähnlich. Yes. Yes. Man yes, ja yes. Nicht, man will ja auch nicht unhöflich sein, ne? Nee. Ich will immer muss... unhöflich sein. Ja. Du, der ist da mitten durch die Baustelle eben gefahren, die ich hier sehen kann. Ja, Semra Gützel, wenn... Na egal. Pass auf. Turan, wir müssen Mehmet. Hier rechts runter. Ich... Also hier manchmal verlassen. Mit den Namen weißt okay. Du... Du willst das ja, ja auch nicht so, aber nicht manchmal ist das einfach so. Wir sind da ja auch weltoffen, aber ja. Manches geht auch zu weit, ne? Wie Stau auf der Bundesstraße, so vor mir ist alles frei. Ja. Komm, wollen wir jetzt doch lieber professionell weiter über die Autobahn. Oh, schade, es wurde gerade so spannend. Ja, wir sind ja die sogenannten Stauumfahren. Ich staune. Ne. Ich finde, du hast deinen, ne? Jetzt hast du auch genug, ja. Vor lauter Angst dich an deiner Tastatur festklammern müssen. Jetzt können ja, wir auch ja. Ein bisschen entspannen. Pokémon, Pokeban, Popelban, Popelmann. Die Leute, müssen wir hier runter oder nicht? Ja. Da stehen schon wieder welche irgendwo in der Abfahrt. Das ist schon in der Tür. Oh. Ja, die Stimme hat mich jetzt gerade. Reden ja. Wir nicht drüber. Nein. Können die mal weibliche Fahrerin irgendwie hier im Funk unterhalten? Weibliche Fahrer? Ja, oder weibliche Funkteilnehmer halt. Ich glaube, das sind die 25 Teilnehmer, die auf dem EU-Server 1 sind. Das könnte natürlich durchaus sein. Die haben nämlich überhaupt keine Lust hier auf den. Willst du nicht oder kannst du nicht? Ich kann beides nicht. Ich höre ein Auto. Ganz schlecht. Ja, ich sehe das Auto auch noch. Ist noch viel schlechter. Oh Gott, das war hässlich. Und er steht jetzt mitten auf der Straße und auf.
muss das alles nicht verstehen. Hier hat es auf der anderen Seite, glaube ich, ganz schön geknallt. Wie steht ein Wohnwagen? Da steht mehr als ein Wohnwagen. Und er schießt ein Renault an uns vorbei. Iveco war es, glaube ich. Eieiei. Oh, hier wird's noch schlimmer. Eieiei. Ganz böser Unfall, du. Komm, YouTube-Rekord, Gaffer. YouTube-Rekord. Bilde eine Rettungsgasse. Rettungsgasse! Go. Ey, noch einer. Hier keiner in der Lage. Ein Deutscher. Wo kommt der denn hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Lecky, Lecky? Und du hast den Funk ausgeschaltet, du Noob. Ich hab ihn an. Ja, aber du hattest ihn ausgeschaltet. Der hat mich weggedrängt, hat jeder gesehen. Ich hab Videobeweis. Du, der ist hier gerade über den Zaun geflogen. Warum hält der jetzt an? Weiß ich. Um seinem Kumpel über den Zaun zu helfen. Ja. Wie viele sind denn hier? Oh, hier sind nur 77 andere Spieler um uns. Ach, der ganze Server, oder was? Ja. Der ganze Server. Wir sind ja schon in Calais. Langweilig. Wir sind in Calais. Wir haben die anderen... Ach, du Ele. Die zwei hatten sich auch schon wieder lieb. Ach, Kreisverkehr. Juhu. Kreisverkehr. Muss ich gar nicht blicken. Alter Kollege. Ja, Schwertransport. Ohne zu gucken. Hier wird nicht geblinkt. Nee, im Kreisverkehr reinfahren blinkt man ja auch nicht. Nein. Auch beim Rausfahren. Lieber nicht blinken. Ja, gut, da sollte man. Du musst denken, das ist wie ein Ego-Shooter hier. Dem Gegner nicht sagen, wo du hin willst. Aha. Geht auch keinem was an, wo ich hin will. Ne? Eben. Wirklich eine rote Ampel jetzt vor mir. Ich glaube, das ist hier gar nicht Calais. Das kommt mir hier vor wie Antalya. Ja. Alter, kauf doch nichts. Kauft euch Teamspeak. Und pass auf, die fahren hier alle gerade runter von der Werkstatt. Müssen wir an verschiedene Orte irgendwie? Weiß ich nicht. Jo. Oh. Ja, das war professionell nämlich reingefahren. Ich hätte einfach abbiegen sollen. Vor mir ist jetzt bald jemand von Global Logistik Turgul. Ja, zu ändern. Ja. Machst du nix, guckst du zu. Jetzt sehen wir mal die LKWs, die jetzt alle bei Rot rüberfahren. Alter, ist grün. Nee, bei mir ist Rot. Nee, bei mir ist grün. Alter, ist Rot, Alter, was? Ist grün. Jetzt ist rot. Ich piepst deine Tante. Jetzt ist übrigens grün. Nee, jetzt ist rot. Nein, ist grün. Oh Gott, hier fährt der Panda an mir vorbei. Panda? Ja. Neues Auto? Im Scania. Der berühmte Panda Scania. Ach ja, wer kennt ihn nicht? Also wer kennt ihn nicht? Hier, du nicht driving an meiner... auf mein... Gott. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum ich sonst den Funk immer aussah. Tom Schigaskal hat überhaupt keinen Bock. Aber ohne Funk wärst du nur wirklich halb so schön. Ja. Hier, you professional driver. Oh Gott, ich bin drin. Schon lange her, dass ich das mal gesagt habe. Kenn ich. Ja. Ja, du fahr doch auch, wenn ich dich anblink, Backschack. Mit Höflichkeit kommst du hier nicht weiter. Hey, du bist ja auch da. Musst du auch hierher? Ja. Wieso bist du denn anders gefahren als ich? Ich bin nicht anders gefahren als du. Ich hätte anders fahren können. Ach so, du bist hinter mir hingefahren.
Irgendeiner blinkt mich hier schon wieder an. Das macht mich schon wieder so nervös, ich krieg das Ding schon wieder nicht rein hier. Ja, danke für die Info, stehe im Wohnwagen. Gerne. Ja. Als nächstes fahre ich mal mit dem Wohnwagen. Stelle ich mich schön an die Landstraße. Ja. Und verdiene noch ein bisschen Geld. Ich zahle gleich. Über hat man ja nichts. Ja. Immer Vorkasse. Ich habe 18 Dollar bei YouTube verdient. Die sollen ganz dein sein. Gott, wenn das einer sieht, wie unprofessionell. Ich mache mir mehr Gedanken darüber, wenn das einer hört, was wir so reden. Sehen ist mir glaube ich scheißegal, kennen die doch von mir nicht anders. Ja. Also. Ich hab's geschafft. Das muss an meinem Spiel kaputt sein. Ich muss was rückwärts reinrangieren. Das ist gar nicht gewohnt. Was? Das kann nicht sein. Oh je. Yeah. Fahren wir mal die Reihe ab. Wo ist er denn? Ah, ausgezeichnet. Da ist... Ausgezeichnet. Kein Schaden, nix, wa? Nee. Komischerweise. Ja. Alles professionell halt. Ja, dann würde ich sagen, für die Folge erstmal. Ja, haben wir es geschafft? Ja, wir können gern noch weiter, aber. Ja, ich glaube, wir erholen uns jetzt gleich erstmal. Willst du abdingsen? Nö, du hast ja angedingst, du kannst auch andingsen. Ich muss auch wieder andingsen. Ja. Ja, dann. Schön, dass ihr alle da wart. Dass ihr Micha dabei so tatkräftig unterstützt habt, dass er diese für ihn doch sehr wichtige Tour im Multiplayer bravourös geschafft hat. Es wird nicht die letzte Tour gewesen sein, auch wenn es gerade so klingt. Nein. Also hoffe ich jedenfalls. Nein, das wird natürlich nicht die letzte Tour sein, aber es hat ihn jetzt dahin geführt, wo das meiste Chaos dann ist. Und er hat es tapfer gemeistert. Er hat sich nur einmal eigentlich, glaube ich, richtig aufgeregt. Vielleicht gleich ein zweites Mal, wenn das mit dem rückwärts einparken funktioniert. Ansonsten ja, wünsche ich euch viel Spaß bei dem Besuch bei Michas Kanal. Ne? Link unten in der Beschreibung. Wenn dann das Video kommt. Und wenn dann das Video kommt, genau. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, wenn die zwei wieder auf. In diesem Sinne erstmal, willst du auch noch was sagen? Nee, ja. Passt nicht. Allzeit gute Fahrt wie immer und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.